Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute verkoste ich erneut deutschen Whisky. Vor ein paar Monaten habe ich ein Video gedreht, in dem ich vier deutsche Whiskys probiert habe. Einer vom Chiemsee, einer vom Bodensee, einer aus dem Bayerischen Wald, einer aus der Eifel. Einer von den Kollegen war ganz okay, zwei waren nicht so okay, einer war unterirdisch. Ja, ich sage in den Videos immer, wer nichts probiert, der lernt nichts. War halt eine Erfahrung im negativen Sinne. Ja, so schlecht war... Ja doch, teilweise waren sie schon echt schlecht. Also das möchte ich auch nicht verschönigen. Ich habe Whiskys aus deutschen Landen probiert, die waren toll. Ja, obwohl sie auf Obstbrennblasen gebrannt sind. Ich hatte aber auch welche, die waren unter aller Kanone. Die verdienen den Namen Whisky einfach nicht. Ja, und da sind wir auch schon bei der Besonderheit oder der Eigenart des deutschen Whiskys. Auf Obstbrennblasen destilliert. Ja, so... Potstills, Brennblasen, wie man sie aus Schottland kennt, benutzt in Deutschland eigentlich nur eine Brennerei und das ist St. Kilian Distillers. Ja, alle anderen brennen auf Obstbrennblasen oder auf deutschen Whisky-Brennblasen, wie es beispielsweise Schliers tut. Heute habe ich wieder vier deutsche Whiskys hier. Warum drehe ich die Videos überhaupt? Ich war schon immer jemand, der die Fahne für einen deutschen Whisky hochhält und vor allem, wenn sie regional sind, denn drei von vier Whiskys heute stammen aus meiner Region. Das freut mich besonders und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der erste Whisky, den ich euch heute zeigen will, ist der Memescher Whisky. Memesch, umgangssprachlich für Mömbris. In diesem Kaff arbeite ich und nicht weit von diesem Kaff entfernt liegt die Feinbrennerei Simons. Ich bin mit dem Severin Simon, dem Chef, relativ gut befreundet und wir haben uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wir müssten mal irgendeinen Whisky kreieren, der die Mömbrisse ein bisschen vom Obstbrand wegbringt hin zum Whisky. Mit einem, der nicht zu komplex ist, aber auch nicht zu einfach. Ein schöner, malziger, leicht fruchtiger Whisky mit so Eichenanflügen. Ich habe dann ein paar 30 Liter Fässer beim Simon in der Brennerei verrochen und verkostet und das für mich schönste wurde es dann. Haben wir abgefüllt, Premiere war bei der Veranstaltung Der Karlgrund brennt, ist einmal im Jahr sowas wie Tag der offenen Tür der Brennereien. Ja, Mömbris hat die Postleitzahl 63776, der Alkoholgehalt 43776. Natürlich nicht gefärbt und so weiter. Ich stehe auch hier auf dem Etikett mit drauf. Da sieht man's. Ja, und das ist übrigens das Wappen von Mömbris, wer hätte es gedacht. Das ist meine letzte und einzige Flasche, der Whisky ist nämlich vergriffen. Ich habe aber irgendwo ein Sample. Hier. Ja, ich gehe davon aus, der Whisky, der kam sehr, sehr gut an, dass da dieses Jahr im Herbst, September, Oktober rum ein zweites Batch kommt. Für die, die jetzt unbedingt eine haben wollen nach der Verkostung hier. Ich werde dann wahrscheinlich, wenn es wieder einen geben wird, ein Fass aussuchen, das ähnlich ist. Der hat auf jeden Fall schon eine schöne Farbe. Leicht goldener Dunkelton, dunkler Goldton, so rum. Ja, und das war primär auch gewollt. Eine schöne Getreidenote, richtig intensiv. Eine schöne Eichennote mit dabei. Und eine schöne Fruchtigkeit. Ich habe hier sowas wie so ein bisschen knüppelharte, unreife Birne. So in die Richtung geht's von der Frucht. Na, aber diese Getreidenote ist echt schön. Die wollte ich auch drin haben, weil ich mag die bei jüngeren Whiskys. Ich meine, in so einem 30 Liter Fass geht es ungefähr viermal so schnell wie in einem Standardfass. Deswegen ist der Whisky hier auch nicht sonderlich alt und hat halt eben auch noch diese schöne Malz-Getreidenote da mit drin. Na, aber relativ simpel, ein bisschen Vanille kommt mit raus. Das war der Hintergrund. Slange. Schöne Getreidepackung, auch auf der Zunge, so Cerealien, ja, Kellogg's Cornflakes. Eine Birnenfruchtigkeit ist da, vielleicht aber auch so ein bisschen, vielleicht geht es auch in so eine Pfirsich-Mirabellen-Richtung, sowas, ja, also schön fruchtig im Geschmack, im Wechselspiel mit dem Getreide. Eine leichte Eichenholznote im Abgang, keine scharfen Bestandteile, nix, der brennt nicht, der zieht nicht. Ein tolles Teil, definitiv, ja, der Memescher Whisky. Ja, der erste war schon mal gut, aber da wusste ich auch, dass er gut ist. Ich habe ihn aber hier mit eingebaut, einfach um euch den auch mal zu zeigen, wie sowas schmecken kann, wenn es gelungen ist. Der nächste Whisky ist auch ein regionales Produkt. Altenderler. Besonderheit bei diesem Whisky, er nennt sich Neckarus und ist 18 Jahre alt. 18 Jahre! Ein deutscher Whisky mit 18 Jahren ist heftig. Kommt aus dem Odenwald und hier steht drauf, im Holzfass gereift. Das ist immer ein super Argument. Ich lese einfach mal drauf, was hinten drauf steht.
Unser 18 Jahre alter Neckarrost stellt auf dem deutschen Markt eine absolute Rarität dar, die uns mit Stolz erfüllt. Unser Kind ist volljährig geworden und dank dem gleichen Fassmanagement wie bei unserem mehrfach preisgekrönten Neckarrost 12 Jahre, in Klammern unter anderem Bester Whisky National 2013, schmeckt er wie dieser nur nochmals deutlich intensiver mit den Einflüssen von 6 weiteren Jahren im Fass. Namensgeber für unseren Whisky ist der Neckar. Der Name Neckar ist im keltischen Ursprung und bedeutet wildes Wasser oder wilder Geselle. Der Ausbau erfolgt in Bourbon, Sherry und Portweinfässer. Er zeigt sich am Gaumen malzig mit floralen Noten und einer dezenten Fruchtigkeit. Ein erstaunliches Aroma. 43 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Deutscher Whisky mit 18 Jahren, mein lieber Scholli. Allein die Farbe ist schon krass. Durch die Fassvielfalt und natürlich auch das alte, extrem dunkle Bernstein. Oh, brutal. Sau nice, also fruchtig wie Sau. Ich habe hier so ein Potpourri an Früchten, also da ist mit Sicherheit so ein Schuss Ananas dabei. Da ist mit Sicherheit auch ein bisschen Dosenpfirsich dabei. Allgemeine Dose Fruchtcocktail trifft es eigentlich ganz gut. So ein Potpourri an reifen Früchten. Vielleicht so ein Touch exotisches Obst noch mit dabei. Unheimlich früchtig. Hat schon fast von einem Likör. Ist auch ziemlich süß in der Nase. Nice. Also wirklich, wer auf Frucht steht, das ist wirklich die Obstessenz. Slange. Auch die Fruchtigkeit auf der Zunge brutal, im positiven Sinne. Jetzt kommt so eine leichte herbe Nussigkeit dazu, Eiche kommt dazu. Bisschen zuckrig süß. Also das ist fast wie ein Likör, das ist ja Wahnsinn. Ein Obstlikör. Wenn ich den jetzt mit einem 18 Jahre alten Schotten vergleiche, ist anders. Also das ist jetzt nicht so der typische Malt Whisky in dem Sinne. Das ist schwierig zu sagen, ich will es auch nicht abwerten, aber es könnte auch ein verdammt altgereifter Obstbrand sein, weil er eben so krass fruchtig ist. Aber er ist schön, er gefällt mir. Wirklich. 18 Jahre ist stolz. Ja, der Neckarrost. Wir kommen zum dritten regionalen Produkt heute Abend. Erstmal trinke ich einen Schluck Wasser. Ich sage heute Abend, wenn ihr euch das Video früh anguckt, dann ist es halt guten Morgen. Kommt aus Hammelburg, das ist ganz grob gesagt zwischen Aschaffenburg und Würzburg, von der Destillerie Jobst. Die brennen Obst. Der Whisky hier drin ist 6 Jahre alt und reift in einem Madeira-Fass. Madeira ist ein Likörwein von der zu Portugal stammenden Insel Madeira und in solchen Fässern ist dieser Whisky hier ausgebaut, 46 Volumenprozente, auch der ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Also da legen die Deutschen wirklich sehr viel Wert drauf, auf Ähnlichkeit des Produkts. Färben nicht, Kühlfilter nicht und so weiter. Es sei denn, sie füllen dann oft mit 40 Volumenprozenten ab, damit er dann eben klar bleibt und nicht trüb wird und ausflockt, wird er dann halt oftmals kühl gefiltert. Auch der hat einen dunklen Bernsteinton. Ist ein bisschen heller als der Neckarrost, ist aber auch nur 6 Jahre alt. Wahnsinn, zwei waren schon geil. Das letzte Mal war keiner geil. Also der riecht schwierig. Anders. Nicht schlecht, aber anders. Also der ist so eine Mischung aus in meinem letzten Beruf, ich kann ja sagen, ich bin früher LKW gefahren, wer hat's gedacht, und da habe ich relativ oft Gemüse abgeholt bei Biobauernhöfen. Ja, und wenn man da mit dem LKW an die Rampe fährt und macht die Lagertür auf und steht dann in der großen Halle, da hat man da oftmals so eine Mischung aus verschiedenem Gemüse und auch Matsch und Schlamm und Dreck. Und so wie wenn man diese Lagerhalle betritt, so riecht der Whisky. Brutal. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ich glaube, das ist heute so mein O-Ton. Brutal. Der ist brutal. Also von dem Wein, ja, ganz unterschwellig hat man so eine leichte Fruchtnote. Vielleicht sowas wie... Nein, ich kann es nicht definieren. Ganz unterschwellig, aber der ist so eigen im Aroma. Riecht auch vielleicht so ein bisschen nach Distelöl oder sowas. Also ganz anders, aber... Interessant.
Hatte ich so auch noch nicht im Glas. Das Lange. Auch der ist süß. Ja, so Distel. Sowas in die Richtung ist das. Distel, Rosenöl, sowas in die Richtung. Ich habe das jetzt noch nicht getrunken oder so. Aber daran erinnert es mich irgendwie. So total untypisch, aber interessant. Könnte auch so ein Enzianbrand sein, ne? Aber nicht schlecht. Auch dem muss ich sagen, also bisher war jeder deutlich besser als die, die ich im ersten deutscher Whisky-Video probiert habe. Schön. Die drei regionalen, die habe ich jetzt echt überzeugt, ne? Jetzt kommt ein überregionaler, der ist dann wahrscheinlich nix. So. Und das ist der Kollege hier. Erst nochmal einen Schluck Wasser trinken. Der sagt mir gar nichts. Die Whiskystube, der Ralf in Neckarsulm, kennt die jemand? Die sind für diese Abfüllung verantwortlich, oder die haben die besser gesagt in Auftrag gegeben, stammt von der Brennerei Berghof Rabel, ist destilliert im Januar 2012 und abgefüllt im November 2017. Das heißt, der Whisky ist ja, über 5 Jahre alt, in deutschen Eichenholzfässern gereift, danach in Ex-Bourbon-Fässern gereift und danach hat der Whisky ein Jamaika-Rumfinish erhalten. Spirit of the Cask nennt er sich. 46 Volumenprozent, ich gehe auch mal davon aus, dass der hier nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert ist. Der hat hier schon eine satte Farbe. Hier oben, das haben sie ganz gut gelöst. Ich kenne diese Flaschen, die bekommt man eigentlich relativ gut in verschiedenen, ja, Online-Shops zum Thema Glas. Die lassen sich halt echt schwer verkapseln, wenn man jetzt nicht so eine hässliche Schrumpfhülse möchte. Das haben sie hier mit so einem Wachstropfen gelöst. Das finde ich ganz gut gemacht. So, das ist das letzte Glas, das ich habe. Dann gehen sie mir aus, aber passt, das sind ja nur 4. Auch hier sehr dunkel in der Farbe. Der ist jetzt ein Ticken dunkler als der. Der hat überhaupt keinen Namen, ne? Das ist der aus Hammelburg. Der nennt sich einfach nur schlicht Whisky. Dem hätte man doch einen Namen geben müssen. Wilder Portugieser oder so. Okay. Ganz, ganz unterschwellig den Rum. Also seitdem ich hier bei Feingeist in Mömbris arbeite, seit April 2017, dann trinke ich im Sommer auch öfter mal einen Rum. Vorher hatte ich da nie so den Bezug dazu. Und vor allem jüngere Rumsorten, die nicht jetzt so eichenholzlastig sind, die haben so eine schöne grasige Limettennote drin. Und die habe ich hier ganz unterschwellig. Vordergründig auf jeden Fall Getreide und Eiche. Die Eiche wird immer stärker. Da kommt schon so leicht schokoladiges, also schon intensives Eichenaroma im Geschmack. Das muss man wirklich mögen. Ich mag so eichenlastige Whiskys nicht. Und der ist schon deutlich auf der Fassseite. Ich meine, 3 verschiedene Hölzer. Da ging schon was, ne, wenn man sich auch die Farbe anschaut. Mir persönlich ein Ticken zu viel Eiche, muss ich ganz ehrlich sagen. Slange. Schöne Fruchtigkeit, geht auch so in die Aprikosen-Richtung, Mirabellen-Richtung. Dann setzt die Eiche ein und wird richtig intensiv. So ein Touch Rum, so ein Touch Bacardi-Feeling kommt auf. Schöne Vanille im Abgang. Wird immer kräftiger. Und die Eiche macht es ein bisschen trocken am Geschmack. Also die Nase gefällt mir gar nicht, der Geschmack reißt es dann doch wieder raus. Ja, da hat der Rum echt Spuren hinterlassen, die Vanillennote gefällt mir, aber das Aroma gefällt mir gar nicht. Also die Eiche wird immer intensiver, der kriegt jetzt so einen kohligen, aschigen Touch, so wie das Fass riecht, wenn es frisch ausgebrannt ist. Nee, also in der Nase ist es nicht meine. Aber der Geschmack war ganz nice. Ja, 4 deutsche Whiskys habe ich probiert, also mein Fazit fällt definitiv besser aus als im letzten Video. Beim letzten Mal konnte ich eigentlich nur dem Chiemsee Whisky ein paar positive Worte abgewinnen. Der Kolmo war grauenhaft und der aus der Eifel und der vom Bodensee, die waren, ja, ging so. Der Memescher Whisky, super für Einsteiger geeignet, ja, weil es ein relativ simpler Whisky ist, der aber nicht zu langweilig ist. Ein schöner Einstieg in die Welt des deutschen Whiskys, ja. Da wird sicherlich dieses Jahr noch ein zweites Batch geben. Der Neckarus, das ist ein geiles Zeug, definitiv. Hat so ein bisschen Charakter von einem ganz, ganz alten Obstbrand, macht aber nichts, er schmeckt hervorragend. Leider ist er auch verdammt teuer.
Ja, der Whisky aus Hammelburg, Madeira-Fass gereift. Finde ich cool, dass so eine kleine Obstbrennerei mit solchen Fässern experimentiert. Ich finde, es ist ganz gut gelungen. Kann man definitiv mal testen. Und der Spirit of the Cask, also wer im Aroma auf viel Eiche steht, der kommt hier auf seine Kosten. Der Rum untermalt das Ganze schön. Im Geschmack hat er mir dann doch ganz gut gefallen. Ja? Falls einer von euch diese Whiskys kennt, schreibt mir gerne eure Meinung da unten rein. Vielleicht kennt ja jemand auch die Brennerei und kann da irgendwelche Obstbrände empfehlen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich mal bei Feingeist in Membrus besuchen kommt. Haut rein!